walk. Shoot! Thank goodness you're here. Damn, kid. So you're still alive. Attack! Destroy them! Ah! What? That was awesome! Sorry for worrying you all. Shulk, welcome back. Fiora. Little brat. What's he gone and done now? Time for me to get my hands dirty. Shulk, look out! Huh? Oi, kid. It's about time for your final lesson. Dixon? Show me what you've got. You think you've got the power to oppose Lord Zanza? Let's see how you do against me. Was ein dreckiger Bastard. Aber jetzt mit Schulk. Ja, da sieht das Ganze jetzt schon wieder viel anders aus, ne? Er hatte zwar nicht mehr das Monedo, aber er kann immer noch die Zukunft voraussehen, und zwar seine eigene. Er braucht das Monedo nicht mehr. Es ist sinnlos. Und deswegen hat er jetzt auch die Kraft, sich gegen Sansa zu behaupten. So, ich muss ihn aber nur mal kurz mal treffen, weil Telephias können, wie wir wissen, ja auch die Zukunft voraussehen. Und deswegen muss ich mal hier die Barriere durchbrechen. So, hier mal aufheitern. Ach Leute. Ich muss nur noch einmal treffen. Jetzt steht er still. Warum triffst du ihn nicht? Airflash. Leute. So. Aber wir treffen halt nicht. Das ist halt schon so ein bisschen. Und das brauchen wir aber. Also jetzt kann man das Monado nicht aktivieren. Und es macht uns halt alle immer ganz sehr traurig, und deswegen müssen wir uns alle immer aufheitern. Wir schaffen das, wir schaffen das. Juhu. Jetzt schlag doch einmal richtig zu, dann hast du es. Ach, oder wobei, ich kann ja auch das machen. Stimmt. So, und dann machen wir jetzt hier mal. Mach's mal. Und damit hat er keine Aura mehr. So, die anderen können jetzt angreifen. Ich tue mal hingegen mein Monado wieder aufladen. I'm feeling it. Jetzt hier noch ein bisschen davon und ein bisschen davon. So, jetzt ist die Aura wieder weg. Purge. So, dann kann der Gute schon mal nicht mehr unseren Attacken ausweichen. Und ich würde sagen, Chain Attack Time. Ich denke nicht, dass wir... Nee, können wir auch nicht. Wir können ihn auch nicht umwerfen. Dann füllen wir mal wieder unsere Leiste etwas auf. So, Schala. Wir haben sogar eine Verlängerung bekommen. Dann mache ich hier mal den Air Slash, weil den habe ich jetzt sogar auf Maximum gebracht. Das ist leider immer noch nicht voll. Blutet er schon? Nee, er blutet noch nicht. Dann mache ich das mal. So, Schala macht das. Das ist ja besonders effektiv gegen Fluggegner. Und da haben wir insgesamt immerhin 38 Damage bekommen. Also 36, meine Güte. 36.000. Und das ist doch schon ziemlich gut. Jetzt ist er irgendwie gerade so ein bisschen ein bisschen am Rasten. So. We look like a team. Yay. Und damit haben wir auch gegen zumindest Dixons Telephia gewonnen. Nicht gegen Dixon, aber gegen seine behinderte Telephia. The
that brat. How could he read my movements? What the hell's going on? Shulk! How'd you do it? I could see it. The future. I don't have the Monado, but it came to me, Ryan. From within. Nice one! Looks like we're back in business. Bunch of ingrates. Oi! Stop hiding and get yourself out here. I don't appreciate being left to do all the hard work. Alvis! What? He got me. Alvis! Not you too! Yeah, another one of Lord Zanza's faithful. One of the Trinity. No! How can he be one of them? Alvis! Is this the only reason you served under my family? You traitor! Oi! Say something! Shulk! Leave it. It doesn't matter what he is. That doesn't change anything at all. Does it? Alvis? Yes, precisely. You must find your own path to the future. The Telethia! He's... Fucking just another one of Sansa's lapdogs! Get ready, everyone. Show them no mercy. As you wish. Let us see that will to survive. Also den ihre Definition von Hände schmutzig machen bezieht sich also anscheinend auf, mit der Hand auf uns zu zeigen und die Telephias zum Angriff zu bewegen. Na gut. Ich weiß jetzt nicht genau, was daran die Hände schmutzig machen ist, aber gut, Leute. Ihr strengt euch echt an, ne? Also damit meine ich jetzt hier, ne? Sansa, ne hier, wie heißt er? Vixen und Elvis. Now. Ready for a joint attack. So, mit etwas Glück sind wir jetzt hinter ihm. Ne, sind wir nicht. Schade. Kann der jetzt anfallen? Ja. Lustigerweise kann der es schon. So, genau. Dann mal gucken, ob ich hinter ihm komme. Für den Backslash. Ich habe das Gefühl, wenn du einmal Purge gemacht hast, dann brauchst du das nicht mehr machen. Weil jetzt treffe ich ja. Am Anfang habe ich gar nicht getroffen, aber nachdem ich ein einziges Mal Purge gemacht habe, ist es irgendwie überhaupt kein Problem mehr. Also total komisch. Aber gut. So, damit hätten wir schon wieder einen Chain Attack. So, der wirft ihn wieder um. Shalom. Ja, die macht mal wieder Headshaker. Ach, schade. Weil da hätte ich jetzt Backslash machen können. Schade, schade. Ich denke halt immer, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, wenn ich bei ihr... Ah, schade, zu spät. Wenn ich bei ihr zu ihm zum Säuseln bringe. Anstatt einfach den Headshaker zu machen, aber gut. Also der ist ja noch einfacher als der vorher. Weil das jetzt eben gut klappt mit, dem Treffen. Und aus irgendeinem ziemlich geilen Grund, wie sieht er auch nur Dunben an? Aber so ganz daran, dass Elvis böse ist, glaube ich ja so nicht. Und ich denke mal, man hat es auch ziemlich gut gesehen. Da ist irgendwie noch was anderes dahinter. Also Elvis ist nicht so... Es ist nicht so wie bei Dixon, dass er einfach nur da hinterherläuft und alles macht, was er sagt. Das ist so nicht. Nee, nee. Die Frage ist natürlich aber dann, was ist es denn dann? Wenn es nicht das ist, was ist es dann? Und das dürfte jetzt mit einem Headshot getan sein. Oder auch nicht. Scheiße. So, dann ist es jetzt getan. Gut.
that all you got? Not so tough without your pet, are you? I'll show you the will to survive! Meddling kids. I have seen your will to fight. It is time to decide. What do you say? Does this world belong to you or to Zanza? Well? Either way's good with me. But I wonder what Zanza would say about it. He desires the same. And he sees everything. As you see, Shulk. It's like he says. Get back here! You understand. Don't you, Shulk? Yeah. You can bet on it. We'll be waiting. We'll be on our best behavior. And we will be the best guests you ever had. Ah, that's quite a good comeback. I'm impressed. I'm trembling. Me. Stupid meddling kid. After all these years, I never thought the day would come when I would feel fear. Dunban, have you seen Fiora? I have. She said she was going out to get some air. I don't think she went far. Thanks. I'll take a look. Fiora, here you are. Oh, Shulk. What's wrong? Oh. It's nothing. It's so peaceful. It's hard to believe that we defeated a horde of Telethia just minutes ago. Zanza wants to finish us all, so he can make the vision he's had come true. We're in the calm before the storm. They'll be back, won't they? The Telethia. To remove us all from this world. I won't let that happen. Whatever the future holds, we can never give in. Not to Zanza. No, not even to our destiny. I wonder why Alvis said what he did. Which part? Does this world belong to us or to Zanza? Why would he side with Zanza? Power? Or maybe he wants to live forever? Who knows? But I don't think his motives are that simple. I'm sure Alvis has some kind of plan. Otherwise, why would he speak to me in my dreams? He spoke to you in your dreams? That's another reason why I have to find Zanza. I have to find out why. You and me both. I must fulfill Maenath's wish. Shulk? You wanted to speak to me about something. Oh, that's right. Lenarda's looking for you. She wants to examine you. She's back at Junk's. Oh, hey, can you go ahead? I'll go and see Lenarda in a minute. I need a few minutes to myself. Okay, no problem. Take your time. Oh, thank you. What can I do? If I go to see Lenarda, she'll find out what's happening to my body. I need to come up with a good excuse. Please, let me be with Shulk just a little bit longer.
Zanza is inside the Bionis. I just know it. Dixon must be there as well. Yes, and Alvis too. That's all good, but how do we get to them? If they're inside the Bionis, we're gonna need to dig a pretty big hole. How long will it take? Ricky get old soon. It just so happens I have the answer. On the Bionis chest is a massive hole that leads inside. It's the wound made by Agil's final attack. Then that means... Yes. While the Allied force keeps the Telethia busy, you can sneak inside that wound and take out Zanza. We will take Junks. Let my father know when you are ready to depart. Yeah! Time to knock some heads! Ricky never lose! For Ricky family, Ricky win! We must show this god our unyielding will to survive. The suffering of my people will not be in vain. The crimes against our friends will not go unpunished. Shulk! Ready. We go to the Bionis chest. We will free our world from Zanza's curse. Na dann sagen wir dem guten Eggel doch mal, nee, dem Miquel, dass wir bereit sind. Seid ihr bereit? Jo. It's the inside of the Bionis. It looks quite different from when we entered via the marsh. The Bionis is regaining its biological functions. Must be because Zanza woke it up. Then we find Zanza and stop him. Also geht's los. So, da draußen gibt's noch einen Shop. Die beiden Random-Typen sind einfach mal mitgekommen. Kein Problem, aber ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas Sinnvolles haben. Ne, auch nur Zeug für Fiora, zumindest der eine Typ und der andere. Vielleicht hast du etwas für uns, was hilfreich ist. So, und mal gucken. Ach, das ist alles so Zeug für sie. Okay. Dann gucke ich hier mal. Nö. Nee. Nee. Die Physical Defense ist zwar von denen so ein bisschen besser, aber hier... Im Inneren des Bionis ist natürlich IFA-Abwehr viel, viel besser. Auf Mekonis ist es physisch natürlich besser, aber hier, wo alles herumkreucht und fleucht. Was? Achso, das ist, wurde schon. Da ist es natürlich besser, physische, nee, eben Äther, IFA-Verteidigung zu haben. So, was haben wir denn verbessert? Peerless. Scheint so. Na gut. Okay, aber ich bin ja im Moment auch noch ganz zufrieden und ganz ehrlich, ich tue jetzt hier auch noch nicht noch nach den Meisterbücher farmen. Das könnte man machen. Aber ganz ehrlich. Ich sehe auch gerade, wir sind scheiße unterlevelt, aus welchem behinderten Grund auch immer. Dürfte eigentlich echt nicht sein, weil wir ziemlich gut aufgestellt waren. Ich verstehe das gar nicht. Die haben da eigentlich echt jeden Gegner besiegt, ne? Und jetzt sind wir halt hier einfach unterlevelt. Aber ganz ehrlich, ich will da auch gar nicht. Ich will da jetzt echt nicht so viel noch Zeit rein investieren. Ich mache so viel, dass es ausreicht.
Und ich mache mich mal schlau, wie viel, welches denn Finalkampf empfohlen wird. Und das versuche ich dann zu erreichen. Ich würde dann auch gerne so langsam mal mit dem Spiel abschließen. Wie schon gesagt, ich glaube sowieso, ich mache dann mal, keine Ahnung, in der nächsten Zeit noch so eine Riesenaufnahmesession, wo ich dann einfach das komplette Spiel durchzock. Keine Ahnung, 4 Stunden am Stück aufnehmen und dann halt einfach das Ding durchziehen. Eigentlich sind die Bedingungen heute ganz gut, weil ich bin heute mal alleine, habe deswegen schön viel Zeit, niemand könnte mich stören. Aber ich schreibe morgen eine Biologie-Klausur und naja, heute ist Sonntag, da ist es ja eh nicht so toll. Und von daher, naja, mal gucken. Jetzt brauche ich echt noch eine Perch, ne? Meine Güte. Leute. Auf jeden Fall interessante Lebensformen hier. Das ist auf jeden Fall schon mal warm. Na, ich sag mal so, von Level 89 sind wir an sich ja nicht mehr so weit entfernt und dann sind wir ja die 3 Level darunter. Was diese Gegner hier zumindest schon mal weiß machen würde. Es gibt ja auch hier Level 73er. Aber ich verstehe echt nicht, wie da auf einmal so dieser krasse Levelanstieg zustande kommt. Aber sieht auf jeden Fall krass aus, ne? Also der Bionis ist jetzt halt natürlich zurückgekehrt. Restored seine Kraft. Und deswegen sieht hier natürlich jetzt auch alles in Anführungsstrichen wieder besser aus. So, das können wir ja leider nicht abwehren. So. Dann wird er halt leider sterben. Das tut mir halt leid, aber... Oh, anscheinend hat er es doch ganz gut weggesteckt. Anscheinend war es also doch nicht so krass. So. 5000 EP. Ist jetzt nicht so krass, aber ist okay. Wir haben, wie schon gesagt, halt auch einfach dadurch, dass wir jetzt wenig Meisterbücher haben, ziemlich schlechte Voraussetzungen, weil wir die ganzen EP nicht unterbringen können. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Schauen wir einfach mal. Hier haben wir noch eine Phoenix-Telefia. Die würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Wie schon gesagt, ich tue jetzt hier nicht gegen jeden Gegner kämpfen. Keine Ahnung, ich suche mir jetzt noch 1, 2 raus und dann... Es ist halt echt wieder so, dass das einfach nur ein bisschen wieder in die Länge gezogen wird. Das ist eigentlich ziemlich blöd und... Naja, was soll man machen? Man kann halt einfach nicht einfach durchrushen, weil man ja dann... weil das Spiel ja davon ausgeht, dass man die besiegt und man dann total unterlevelt ist. Ach ja, es ist schon ein bisschen blöd. So. So, gegen so ein Vieh haben wir noch nicht gekämpft, dann machen wir das mal noch. So, ja, hier habe ich schon gesagt, die Chain Attacks, die mache ich jetzt nicht erst noch. Oh. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so gewollt. Also ich kann mich düster daran erinnern, dass ich in meinem ersten Spieldurchlauf an dieser Stelle dann noch auf einmal auch richtig unterlevelt war. Mit einem Schlag einfach die ganze Zeit richtig krass overlevelt sogar. Und dann auf einmal einfach bam und einfach wieder underlevelt. Aber na gut. So, dann werde ich wahrscheinlich dann mal noch so ein bisschen die Perch hochleveln. Bei Shulks Monado Arts. Die können wir lustigerweise noch verwenden. Hier, Activate Monado. Aber wir haben gar keinen Monado mehr. Da frage ich mich doch, was man dann activaten. Zum Beispiel das Schild. Oder eben, wie schon gesagt, The Purge. Das braucht man hier sogar ziemlich oft. Ich gucke noch gerade, ich habe gerade Orientierung verloren, wo wir hin müssen. Okay. Wir sind schon richtig. Okay. Wo ist denn das Vieh hin? Da. So, das nehmen wir mal noch mit. Und danach gehen wir weiter. Wie schon gesagt, dann haben wir fast Level 69 und naja, ist nicht optimal. Aber vielleicht trainiere ich auch noch ein bisschen offline, aber wie schon gesagt, offscreen.
Wie schon gesagt, ich habe heute auch nicht so viel Zeit. Auch wenn ich heute noch The Legend of K aufnehme für den NMAC-Channel. Wenn ihr das noch nicht wusstet, ich spiele da ja auch The Legend of K Let's Play. Also wer es anschauen will, guckt auf jeden Fall vorbei, um zu sehen, was das Spiel für eine Figur abgibt. Und da wäre es eigentlich auch am besten, wenn ich da heute schon ein bisschen was aufnehme, weil wenn man das erst nur einen Tag davor aufnimmt, ist es halt schon so ein bisschen kritisch und naja, es ist im Moment mal wieder so eine Phase, wo man halt einfach nur wieder viel an Arbeiten schreibt und das ist eigentlich egal, wann man es aufnimmt. Das passt nie. Aber gerade morgen die Bio-Klausur, die ist mir eigentlich schon ziemlich wichtig und deswegen wird die mal so ein bisschen bevorzugt behandelt. So, das da. You look well, Your Highness. That voice. It's Lorathea. Show yourself. Look at that. The heart of the Bionis. The pulsating life of Lord Zanza. Quit your yapping and show yourself. I await Your Highness here. There is something I wish to show you. Your friends are welcome to join you. That is, if they survive. Lorathea, what are you planning? Forget her for now. We must push on to the heart. All right. Haben wir ja doch noch unser Level 69 in diesem Part bekommen und damit auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt hier in so einem ziemlich riesigen XXL-Raum angekommen. Ich denke mal, das sieht man schon ziemlich gut, also der ist echt richtig riesig. Und wir müssen zum Herz gelangen und ob wir das schaffen und was wir dann dort vorfinden, das gibt's dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen bei Xenoblade Chronicles, beim nächsten Mal wieder einschalten und tschüss.